Die Stadtwerke betreiben in Schwäbisch Hall einen Großteil der Parkfläche. Wir schauen uns gemeinsam an, wo und wie viele Stellplätze es gibt, wie ich ein bisschen Geld sparen kann und wie ich ganz schnell einen freien Parkplatz finde. Und jetzt kommt mal mit. Hey Anja, ich habe gehört, da bist du genau die Richtige dafür. Absolut. Ich zeige dir gleich mal unser Störbüro. Oh ja. Mein Kollege der Volker hat heute Dienst im Störbüro. Und da schauen wir jetzt mal rein. Bitteschön. Ah. Hey Volker, das sieht jetzt ja schon sehr interessant aus hier. Aber was machst du hier? Was sind deine Aufgaben? Ich mache hier die komplette Übernahme von der Notrufannahme. Weil wenn jemand Kunde vor Ort steht und hier anruft, dann gehen wir ran und schauen, was das Problem ist, wo wir weiterhelfen können. Und oder zum Beispiel auch jemand Bereitschaft rausschicken muss oder bei Aufzüge solche Sachen, damit man direkt beruhigen kann. Wie viele Parkhäuser und Parkfläche betreibst du hier? Insgesamt haben wir 6 Parkhäuser und 5 Parkplätze in Schwäbisch Hall mit über 2500 Stellplätzen sogar. Ach was. Und zusätzlich haben wir auch 2 andere Stadtwerke, wo wir betreuen, und die haben auch nochmal insgesamt 6 Parkhäuser. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal vor Ort an, oder? Gerne, dann nehmen wir bestimmt bei meinen Kollegen Anja dazu mit. Anja, ihr hattet ja jetzt bisher die Hallcard und jetzt heißt sie Hallkarte. Was ist der große Unterschied? Der Unterschied ist, dass die Hallcard war eine Guthabenkarte. Die Hallkarte ist jetzt keine Guthabenkarte mehr. Sie ist jetzt auch nur digital bestellbar, also online über das Kundenportal. Die Vorteile von der Hallkarte sind, man spart sich den Gang zum Kassenautomaten, es wird minutengenau und fair abgerechnet, also gerade auch beim Parken und beim Baden. Mhm. Man kann die Karte auch zum E-Laden benutzen. Okay. Und mit der Hallkarte Plus genießt man den Vorteil, dass man dann noch mehr Vergünstigungen bekommt. Sonn- und Feiertags kostenfreies Parken und der Abendtarif fällt dann auch weg. Also ich habe jetzt die Karte, aber es gibt doch, glaube ich, noch andere Medien. Ja. Also wir haben einmal den Aufkleber und einmal das Armband. Also der Aufkleber dient zur automatischen Schrankenöffnung. Wenn man ranfährt, öffnet die Schranke und man klebt sich dann in die Windschutzscheibe. Das könnte ich doch jetzt gleich im Parkhaus brauchen, oder? Ja. Dann kleben wir nochmal hin. Wir haben jetzt halt den Kleber dahin geklebt und fahren jetzt ins Parkhaus Weilerwiese. Die Frage ist, ersetzt der Kleber jetzt meine Hallkarte komplett? Nicht ganz. Also der Kleber ist ein Zusatzmedium, die Hallkarte ist das Hauptmedium und muss daher immer mitgeführt werden. Und wenn ich jetzt einen Parkplatz suche oder eine Parkmöglichkeit, wo finde ich das? Eine Übersicht? Also man hat die Möglichkeit, das Parkleitsystem so ein bisschen im Auge zu behalten, wenn man durch die Stadt fährt. Und da sieht man auch immer, wo gibt es freie Parkplätze, welche Parkplätze sind belegt. Genau, und man sieht auch auf Google Maps die ganzen Parkhäuser, also die Standorte. Und man kann auf unsere Homepage gucken, wo die Parkhäuser sind, und dann kann man sich eins aussuchen. Jetzt fahren wir ja in das Parkhaus Weilerwiese gerade rein. Ja. Was erwartet uns da denn? Dort erwarten uns 272 Stellplätze, 4 Kassenautomaten, 2 E-Ladesäulen mit 4 Ladepunkten insgesamt. Das ist ja geschickt, dann kann ich ja jetzt mein Auto gleich mal einstecken, oder? Genau, da kann ich gleich deine Hallkarte dafür verwenden. Oh ja, das mache ich. Wie bezahle ich jetzt den Ladevorgang mit meiner Hallkarte? Also der Ladevorgang, der wird aufgezeichnet, also wie es Parken auch, und dann wird es abgerechnet. Und wenn ich jetzt keine Hallkarte habe? Dann hast du die Möglichkeit, an der Einfahrt ein Kurzzeitparkticket zu ziehen, und dann kannst du dann parken und laden, und wenn du mit dem Laden fertig bist, steckst das Auto aus, gehst zum Kassenautomaten, bezahlst alles. Können wir uns den mal genauer anschauen? Aber klar. So, wir sind jetzt hier am Kassenautomaten. Hier hat man die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen oder mit Karte. Einfach die Parkkarte hier anlegen und einen Bezahlvorgang starten. Und das ist doch der Knopf, wo ich einen Volker erreichen kann, oder? Genau, richtig. Also wenn er Dienst hat. Richtig. Ja. Wie kann ich mir jetzt Geld sparen? Indem du dir die Hallkarte bestellst. Weil da wird einfach minutengenau abgerechnet. Nicht wie beim Kurzzeitparkticket pro angefangene Stunde. Und indem du die Karte mitnimmst zu den Händler und die Karte entwerten lässt. Gibt es denn so einen Bargeldautomat überall? Ja, mindestens einen auf jeder Parkierungsanlage. Bevor ich jetzt aber bezahle, gehe ich noch schnell in die Stadt, einkaufe und lasse mir die Karte gleich entwerten. Wir sind jetzt hier in der Dreikönigsapotheke in der Halle Innenstadt. Die gehören zu unserem Händlernetzwerk. Die erstatten Parkgebühren für die Kurzzeitparktickets und auch für die Hallkarte. Da kannst du gerne deine Hallkarte nehmen und der Mitarbeiterin geben. Guten
Richtig. Der ist sehr gut. Und schon auch schon gespart. Das ist ja cool, dass ich so einfach Parkgebühren sparen kann. Aber ihr habt da jetzt noch so eine Uhr dabei oder so ein Armband. Was bringt richtig, das? Richtig, das ist ein Heilkarte-Armband. Mhm. Das gehört zur Heilkarte dazu. Damit kannst du kontaktlos in unsere Bäder benutzen. Dort wird alles über die Heilkarte abgerechnet. Dann kannst du oben essen, trinken, alles komplett benutzen, Sauna, was du alles machen cool. möchtest. Das wird direkt abgebucht. Richtig. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal im Bad an, oder? Ja, oh ja, ab ins Schwimmbad. Neben mir steht der Jens vom Schenkesee-Bad. Hallo Sascha. Ich habe hier jetzt so ein Armband für meine Heilkarte. Mhm. Wie verwende ich die hier? Ganz einfach. Die kannst du bei uns fürs Freizeitbad, für den Saunapark oder auch fürs Freibad verwenden. Und wie funktioniert das mit der Abrechnung? Die findet minutengenau statt, wie beim Parken auch. Es gibt einen Grundpreis und dann einen minutenabhängigen Preis. Und das heißt, ich muss nicht an die Kasse? Nee, genau. Du kannst einfach direkt an der Schlange vorbei an der Kasse, direkt zum Drehkreuz auflegen. Und dann gehst du rein und gehst am Schluss wieder raus. Du kannst aber auch deine Plastikkarte, deine Heilkarte, Plastikkarte verwenden. Das die funktioniert cool. auch. Richtig praktisch. Aber das Armband ist natürlich viel praktischer, weil du kannst es ans Handgelenk hin machen, hast es immer dabei. Und da es bei euch auch richtig gute Gastronomie gibt, gehe ich da jetzt mal rein und esse was. Das machst du. So mache ich das. So sieht man sich wieder. Hallo. Einmal große Pommes. Jawohl, 4 Euro macht es. Sehr gut. Armband hier auflegen. Perfekt, Pommes kommen gleich. Dankeschön. So Sascha, deine Pommes. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Jetzt bin ich also bestens versorgt mit Informationen übers Park und mit leckeren Pommes. Und die lasse ich mir jetzt schmecken.